Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ich bin Phil und ihr seid auf dem Kanal Outdoor Bimsbüren. Wie ich schon im ersten Teil gesagt hatte, plane ich mit Luis eine Outdoor-Tour und wir wollen verschiedenste Bushcraft-Elemente sozusagen dort verwenden. Und ich bin heute hier, um mich auszuprobieren mit euch zusammen. Im ersten Teil wollten wir eigentlich ein Grubenfeuer bauen. Warum das nicht funktioniert hat, könnt ihr gerne nachschauen. Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten habe ich jetzt hier ein kleines Feuerchen und zu diesem Feuerchen möchte ich jetzt einen Potthänger bauen. Und um einfach zu schauen, auf einer Tour, wo ich viel wandere, wie schnell kann ich mir einen Potthänger bauen, ohne auch zu viel Energie zu verbraten und dann auch endlich etwas kochen zu können und einfach neue Erfahrungen sammeln. So, lange geschnackt. Und jetzt suche ich mir ein bisschen Holz hier im Wald und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt in ungefähr 10 Minuten mir 3 gleich lange, fast gleich große Stöcker besorgt. So, wir versuchen das tight zusammenzuwickeln. Dafür habe ich natürlich auch die unauffälligste Schnur, die ich zu Hause finden konnte, mitgebracht. So, und die Idee ist jetzt, mehrere Male tight hier rumzugehen. Und dann da durchzufädeln. Moment. Und dann hier unten wieder hochzukommen. Ich habe das anscheinend schon sehr eng gemacht. Dafür soll man ein bisschen Spielraum lassen. Wieder alles eine Frage der Erfahrung. So, und das natürlich nochmal. Und nochmal vielleicht. Auf einer Seite. Und das dann nochmal auf der anderen Seite. Ich versuche es hier nochmal zu zeigen. Ich bin erst einige Male hier rum. Dann hier durch, hier unten wieder raus. Und jetzt mache ich das gleich auf der anderen Seite auch. Das heißt, ich nehme den und schiebe den irgendwie hier rein. Und dann hier hinten wieder hoch. Das war's erstmal und ich würde sagen, schauen wir doch mal. Das ist schon ein bisschen uneben. Aber es steht. Und hier unten kommt jetzt gleich der Topf ran. Wollen wir uns mal anschauen. Das ist es. Es hat jetzt ungefähr mich Viertelstunde, 20 Minuten habe ich bestimmt gebraucht, das erste Mal aufzufädeln, Stöcker zu suchen. Ich sage mal, in 10 Minuten kann das ein Gekonnter auf jeden Fall schaffen. Ich finde es ganz clever. Ich habe das im Internet gesehen, hier mit so einem Stock justierbar zu machen. Wenn der Kessel zu schwer wird oder was auch immer ihr habt, kann es sein, dass der kippt, abrutscht und es runterfällt. Das heißt, ihr müsst immer aufpassen, nicht zu viel Gewicht. Also es ist eine Konstruktion mit dem Ast hier wohl, wo man nicht zu viel Gewicht haben darf. So, und jetzt sieht man aber auch den Nachteil, auf jeden Fall von meinem Kessel, ist auf jeden Fall, dass man das hier sehr zentriert machen muss. Insgesamt finde ich es sehr cool. Ich glaube aber, für diesen Kessel ist es nicht perfekt.
Schreibt mal bitte runter in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt, wie ich das hier mit diesem Kessel geiler fixiert kriege. Dass mir das nicht mal aus Versehen so abrutscht und zack, fließt für mich da das ganze Wasser raus. Das heißt, Dreibein geschafft. War sehr cool. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal an den nächsten Potthänger. Geil! Ich bin hyped. Ich bin trotzdem hyped. Es hat geil funktioniert. Ich habe circa in 5 Minuten mir die richtigen Stöcker zusammengesucht. Es sollte relativ schnell gehen. Zuerst kommt der in die Erde. Dafür habe ich einen gesucht, der besonders viele Stufen hat, sozusagen, ja, oder Verästelungen. Den werde ich jetzt erstmal anspitzen. Das war's schon. Ich bin mal gespannt, ob ich das gleich in die Erde kriege. Wir haben ja gesehen, wie viele Steine da drin sind. Einfach ausprobieren. Leben in der Lage. So, Teil 1. Ich zeig's euch hier schon mal. Und zwar ungefähr so. Kochtopf. Ich möchte hier aber noch eine Nase reinkerben, dass der hier schön hängen bleibt. Jetzt überlege ich, in welchem Winkel. Okay, damit ist der zweite Part vorbereitet. Gucken wir mal, ob mir das gefällt. Und Teil 3 ist, wenn ich den so hinlege, pack den Kessel da drauf, kann es sein, dass hinten hochkommt. Das heißt, ich muss hinten fixieren. Dafür spitzen wir uns einen Hering. So, der ist jetzt ein bisschen morsch. Würde jetzt aber für mich erstmal reichen. Dann schauen wir uns das doch mal an. Dann packen wir mal den Dreipot weg. Ich würde sagen, wir fangen an mit den hier reinhauen. Das ging schon mal gut. Und jetzt fixieren. Die Variante, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir an sich ziemlich gut. Ich habe jetzt, um das Ganze festzumachen, zu bearbeiten, zu suchen, definitiv nur, also kürzer gebraucht als bei dem Dreipot. Die Stabilität gefällt mir sehr gut. Also ich habe jetzt hier mal drauf gedrückt, 2, 3, 4 Kilo und das hält ziemlich gut. Was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, ist, dass man gegebenenfalls nicht genug Nasenabzweigung hat, so wie man sie braucht. Darum habe ich kurz überlegt und habe ein bisschen Schnur genommen und das funktioniert wiederum auch ziemlich geil. Gefällt mir auch sehr gut. Kerbung ging an sich auch ziemlich einfach und Tipp ist, also man muss es nicht schräg irgendwie reinstellen, sondern wirklich waagerecht einfach so eine Kerbung rein, reicht durchaus aus, ja, um hier eine Stabilität hinzubekommen. Könnte sogar tiefer sein in meinem Fall. Ich habe aber immer die Option, dass hier gar nicht schief gehen kann. Ich habe jetzt wieder ca. 5 Minuten gebraucht, um die richtigen Sachen auszuwählen im Wald. Wohingegen das tatsächlich am schwersten war,
eine richtig schöne Astgabel zu finden. Ja, nutze ja auch nur Totholz. Schneide nichts von lebenden Bäumen ab. Reicht hoffentlich. Das wird natürlich die zweite. Der kommt oben drauf. Nicht gerade, nicht schön. Und jetzt brauchen wir einen Mechanismus, um den Teekessel einzuhängen. Was man da machen kann ist, stellt euch vor, ich schneide sie ab, dass man hier auch eine Astgabel nutzt. So. Wir brauchen hier eine sehr, sehr fetzige Kerbe. Ich habe jetzt drei tiefe Kerben gemacht. Aber ob ich den Kerben vertraue? Jetzt bauen wir es auf und schauen uns das mal fertig an. Ich bin gespannt. Das ist Variante 3. Und sie gefällt mir so lala, ehrlich gesagt. Also, was mir richtig geil gefällt ist, sie ist stabil. Sie nimmt auch, wenn ich jetzt hier nochmal einen Cut mache und hier nochmal einen Cut, nimmt sie nicht viel Platz weg. Es war aber durchaus anstrengend, die beiden anzuspitzen ohne Axt. Das wäre es nochmal mit dem Schnitzen schwieriger gewesen, weil es sind, also das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Oschi hier. Was mir hier an der Variante hier nicht ganz so gut gefällt, wenn ich es hier einritze mit der Säge, sehr, sehr gut. Aber ich kann nicht die zweite oder dritte Kerbe nutzen, jedenfalls nicht für meinen Topf. Das heißt, ich müsste mir jetzt einen zweiten oder sogar einen dritten von diesen Halterungen bauen. Es ist auch mega stabil. Also ich kann jetzt hier, ja, mit der richtigen Kerbe richtig stabil. Ja, und ich habe tatsächlich das erste Mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten gebraucht. Ich denke, wer erfahren ist, 10 Minuten. Okay, und was ist jetzt mein Fazit, könnte man sagen. Und zwar von den drei Varianten. Bin ich ganz ehrlich, fand ich die zweite Variante mit dem längeren Stab tatsächlich am geilsten, wenn man einen findet, der so viele schöne Abzweigungen hat. Weil ich auch das Gefühl hatte, die war so mit am stabilsten und von der Einstellbarkeit irgendwie am nicesten. Da muss ich jetzt sagen, ist die dritte Variante hier auch sehr, sehr cool. Das Einzige, was mich persönlich stört, ist das Einstellen. Das Einstellen dieser Teile hier, muss ich sagen. Und wie gesagt, hatte ich ja schon gerade gesagt, die Kraftanstrengung hier. Und als drittes dieser Dreibein, weil er Paracord braucht als Material und weil er für meine Teekanne in dem Sinne auch nicht so gut funktioniert. Man braucht auch drei gleich große oder fast drei gleich große Beine. War auch ein bisschen aufwendiger zu finden und zurechtzusägen als die anderen Sachen. All over war ich jetzt aber tatsächlich erstaunt, wie einfach und schnell eigentlich alle drei funktionieren. Auch gerade, wenn man nicht so viel jetzt so nachdenken muss wie ich. Ich habe tatsächlich jetzt länger überlegt, wie machst du das, papapap. Dann bleibt mir noch zu sagen,
Es war ein saugeiles Projekt, muss ich sagen, das, diese drei Varianten mal wirklich in real life nachzubauen. Ich hoffe, ihr hattet auch so ein bisschen Spaß. Ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Auch gerade wie so ein Anfänger wie ich das sozusagen das allererste Mal macht. Und wenn ihr Bock habt auf Teil 3, bleibt dran. Drückt den Abo-Button, drückt den Like-Button. Dann sehen wir uns im nächsten Video auf jeden Fall wieder. Und ich werde mir jetzt erstmal einen kleinen Tee kochen.